Proteste. Ein Teil gelebter Demokratie. Eine Hommage an die Meinungsfreiheit. Deutschland kann seit 1945 auf eine bewegte Protesttradition zurückblicken. Seit jeher haben Proteste eine starke mediale Präsenz. Kameras halten auf Menschenmengen, fangen Bilder von Bannern, Fackeln und Absperrungen ein. Diese ganz besondere Stimmung übt eine gewisse Faszination auf uns aus, die es schwer macht, wegzuschauen. In dem gemeinsamen Kunstprojekt der Hochschule Pforzheim und der Kunstakademie Stuttgart geht es genau um diese Faszination. Moment, was für ein Projekt? Wir sind das Volk, Ästhetik der Protestbewegungen im 20. und 21. Jahrhundert. Hierfür arbeiten drei Parteien eng zusammen. Der Pforzheimer Lehrstuhl für Kunst- und Designtheorie, der Studiengang Mode der Hochschule Pforzheim und der Studiengang Kunst an der Kunstakademie Stuttgart. Und Zusammenarbeit ist hier auch das Schlüsselwort. Genau diese soll nämlich durch das Projekt gefördert werden. Okay. Und wie genau soll das jetzt aussehen? Ganz einfach. Der Lehrstuhl für Kunst- und Designtheorie liefert den theoretischen Hintergrund. Auf dieser Basis sowie mit Hilfe von Online-Gastvorträgen entwickeln dann die Studierenden an der Stuttgarter Kunstakademie ihre künstlerischen Arbeiten. Hierbei werden sie weiterhin tatkräftig von der Hochschule Pforzheim unterstützt. Auch Studierende des Studiengangs Mode greifen dort Protestästhetik unter dem Titel Style Activism auf. Die Ergebnisse werden in einer Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart präsentiert. Aber was macht das Projekt so besonders? Nun, sich mit einem der wichtigsten Werkzeuge der demokratischen Mitgestaltung künstlerisch auseinanderzusetzen und auf diese Weise uns allen einen wichtigen Teil der politischen Kultur näherbringen. Es ist außerdem eine tolle Möglichkeit für Studierende aus verschiedenen Fachbereichen, sich auszutauschen und so neue Perspektiven zu gewinnen.